Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Rose, Song of the Evertree. So, lasset uns hier hineingehen, lasset uns zu Alambique gehen und vor allem lasset uns... Hoppala, das wollte ich gar nicht, das wollt das hier eigentlich. Richtig. Und vor allem lasset uns... Wieso lässt du mich nicht aus diesem Menü raus? Warum lässt du mich nicht aus dem Spiel raus? So, wir machen das anders. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder, denn wir werden unsere Folge beginnen, indem wir Alchemie tun, dann das hier und dann jetzt, pass auf, wir brauchen... Haben wir das alles? Ich glaube, wir haben das alles. Ich denke es zumindest. Ich sehe gerade einen... Wo ist es? Ich habe es gerade... Da unten ist es. So, wir haben genug. Ja, wir machen direkt einen weiteren unglaublich genialen... Weltsamen mit 25 Eisig. Jawohl, und mit hier, ne? 10 funkelnd. 10 funkelnd und mit 5 bitter. Und dann erschaffen wir diesen Samen. Yeah. Ist es wieder ein perfekter? Es ist wieder ein perfekter, natürlich. Das ist das, was wir in der letzten Folge gefunden haben. Dann gehen wir hier raus. Direkt. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt direkt anbauen werden, aber wir haben ihn ja wenigstens schon mal gemacht. Ja, so, wir gehen jetzt mal nicht bis da nach oben. Wir pfeifen der Rosie hier einfach, weil wir es können. Es ist eben Mittag. Ich weiß nicht, ob wir da auch so viel schaffen würden. Ja, wir haben schon wieder Kisten ohne Ende, ne? Ich würde sagen, wir fangen einfach an, erstmal jetzt hier diese ekelhafte Insel zu machen. Ja, die Augeninsel. Boah, jetzt ist die schon wieder größer geworden. Ja, ekelig. Zuflucht, matschig. Ja, ein Haufen Zeug. Oh, und eine Höhle. Ich weiß nicht, ob ich in so eine Höhle reingehen möchte, aber wir werden es wahrscheinlich trotzdem tun. Ja, egal wie widerlich das es ist. So, jetzt hauen wir hier erstmal alles dran. Dark. Dark, jawohl. Mal alles weggeklopft hier. Alles weg. Schön. Und nochmal. Und jetzt die Mauern, ne? Erst die Balken, dann die Mauern. Weiß nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist, aber jetzt haben wir es einfach mal so gemacht. So, hier lang, hier, da auch nochmal. Haben wir dann hier, das Ding muss raus. Aber sowas von Wächter mit, jawohl. So, hier ist die nächste, die muss auch raus. Da drüben sehe ich ein Spiel. Das ist sehr gut. Halt, stopp, hier, da ist richtig. Hier durch, dann hier nochmal Hammer. Mensch, hier gibt es aber viel zu hammern. Nochmal? Okay, ja, dann nochmal. Dann nochmal, hier Sichel nochmal raus, haben wir. Das haben wir gesichelt. So, dann hier, jetzt. Was? Pflanze er und gieße er in rauen Mengen. So, hier, hier, hier auch. Eine Menge zu pflanzen und dann natürlich auch eine Menge zu gießen, ne? Ganz klar. So. Dann das hier nochmal zu sicheln. Und dann hier gießen. Gießen, gießen. Wow. Hier wird gegossen. Und offensichtlich wird ja auch gleich gesungen. Naja, warum nicht? Ein bisschen was ist es ja. Zack. So, dann hier wieder hin. Pflanz ein. Pflanzgeschwindigkeit wäre mal eine echt tolle Sache, muss ich sagen. Pflanzgeschwindigkeit wäre mal eine echt tolle Geschichte. Ich meine, schneller gießen und weiter gießen können wir ja schon, aber schneller einpflanzen können wir noch nicht. Schade eigentlich, ne? Oder schneller laufen unterm Gießen schneller laufen. Wäre auch noch so eine Geschichte. Zack. Hierhin, hierhin. Dann haben wir soweit alles, oder? Jo, haben wir soweit alles. Hier drüben zumindest. Dann hierhin. Hol die Pflanze raus. Okay, ich finde das... Ich finde das erschreckend, wie wenig hier gerade ist.
Aber da vorne kann man ja noch mal was rausrupfen. Wenn man was rausrupfen kann, dann ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass da was drunter ist. So, so, sag ich doch. So, machen wir gleich so. Haben wir die jetzt auch schon gegossen, die wir da jetzt? Ja, haben wir schon. Haben wir schon. Sehr gut, wenn wir das... Ach, das ist wieder so ein Halloween-Baum. Also ich finde, der hat so ein bisschen was von Halloween-Dekoration. Ich würde mir sowas für Halloween in den Garten stellen. Ja. In meinem riesigen 400 Quadratmeter Garten auf meinem 5000 Quadratmeter Grundstück. Ja. So. Dann hier einmal raus. Da liegt... Das ist Pizza mit einer ganzen Ananas. Also Pizza mit Ananas ist ja irgendwie okay, aber nicht mit einer ganzen. Das ist so ein bisschen wie Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten. Wisst ihr, das macht jetzt nicht wirklich viel Sinn. Ja. Außer du stehst so auf Joghurt, dass du den direkt aus dem Kürbis rauslöffelst. Dann ist natürlich wieder was anderes. Ja. So, hier raus damit. Zieh an. Sehr gut. Da ist auch nochmal, auch da können wir rupfen. Und direkt wieder pflanzen und dann natürlich direkt wieder gießen. Und dann hier Rufgehaue. Einmal, zweimal, dann ist was drunter. Sehr schön. Mache er, da hinten ist auch noch. Da müssen wir natürlich, hallo Stein. Jo, du glaubst, wir haben es für heute. Ich sage, da muss noch gepflanzt werden. Und ich sage, da muss noch gegossen werden. Und ich sage, da muss noch gesungen werden. Und dann müssen wir hier hin. So, da ist einer, zwei, drei, vier. Okay, das ist gar kein Thema. Bitte einmal hier lang, einmal hier lang, einmal hier lang, einmal hier lang. Zack, das Ganze dann auf der Seite auch nochmal. Zweimal, was willst du? Boah, ich hatte noch nicht, okay. Hier lang. Hier lang. Auf noch. Noch 2, 4, 5, 6 Male. Okay. 1, 2. Hep, hep. Hier rum, da drauf. Hier vor, da lang. Und dann. Yo. Einmal hier, dann einmal oben drauf, dann einmal dahinter. Boah, nee, oder? Ach, Scheiße. Okay. Okay, das war unglaublich dämlich. Aber hey, das passiert, ne? So, dann haben wir den einmal stehen, dann hauen wir da einmal drauf, dann haben wir den stehen. Dann da lang, da lang, da lang, da lang. Eieieiei, ja komm, hau doch da nochmal drauf, hau nochmal drauf. Und hier hin. Und da drauf haben wir. Und dann hier hin und hau da drauf. Und dann erscheint da die Kiste. Jawohl. Kiste. Die war doch gerade hier. Da, Kiste. Danke. Öffnen, einsammeln. Das gab Zombie-Kontaktlinsen. Super toll. Ach ja, wir haben es ja eigentlich schon. Also könnten wir ja eigentlich direkt... Ach komm. Rein in die Höhle an der, auf der Ekel-Ding. Ja gut, okay. Das ist jetzt... Die Höhle ist erschreckend normal. Wieder mit viel zum Angeln. So, hau schön drauf. Ja, sehr gut. Dann hier rüber. Da auch nochmal drauf gehauen. Das ist eine Tür. Ich will mir noch keiner erzählen, dass das keine Tür ist. Mal gucken, ob die aufgeht, wenn wir hier alles weggehackt haben. Oder ersatzweise, wenn wir... Oh, ein Drachenei. Okay, dann haben wir hier alles. Haben wir hier alles weggehauen zumindest. Nein, 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 nein. Komm doch da. Ach, verdammte Axt.
Naja, komm dann hier Angel raus. Wirf aus. Sehr schön. Ah, sehr gut. Haben wir, und was ist es? Ein Leckerli-Beutel. Okay, komm, hier, raus damit. Und zieh, 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 zieh. Haben wir. Okay, ein überfälliges Buch. Ich weiß auch nicht, wer sowas noch haben will, ne? Zack. Komm. Schnapp an. Und haben wir. Ein Wunderkissen. Ach, wie schön. Und das ist doch eine Spittetisch. Naja, Sprengstoff gibt's keinen, also. Werden wir damit leben müssen, dass das aussieht wie eine Tür, aber halt offensichtlich keine ist. Geht's da hinten noch irgendwo hin? Nope. Sieht zwar auch so aus, aber da geht's nirgends mehr hin. Schade, schade, schade. Okay, Hammer raus. Raus da. Ah. Überall stinkt jetzt hier, ne? So, hier rüber, hier rum, hier runter. Ich glaube, wir können der Rosie pfeifen, aber ich denke nicht, dass wir das da unten noch gebacken kriegen. Wir probieren es mal. Wir waren Zuflucht matschig und wir müssten... Nein, nein, hier hoch. Hier, gelatineartig. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Ja, sehr schön. Boah. Okay, das ist eine Menge. Ich glaube nicht, dass wir das noch hinkriegen. Wir versuchen es, aber ich glaube es nicht. So. Sehr schön. Der hier irgendwo spielte, den haben wir schon, ne? Ich glaube, dem haben wir schon irgendjemanden gegeben. Was wird hier? Haben wir, glaube ich, auch schon weitergegeben, ne? Ja, haben wir, glaube ich, schon. Hier. Ding. Und dann hier rüber. Und da haben wir jetzt echt eine Menge zu singen. Hier. Hier. Komm, gieß. Hier gieß. Hier gießen. Hier. Komm, gieß. Mache. Wenn man es hier oben drauf. Hier gießen wir auch noch. Nee, hier gießen wir nicht mehr. Okay, hier draufstellen und dann singen. Zack, da sollten wir jetzt ganz gut passieren können. Jawohl. Hierhin. Sing. Hammer raus. Klopf's klein. Klopf's klein, pflanz ein, gieß an. Und dann sing. Sehr gut. Hast du gemacht? Sehr schön. Da lang. Wie gesagt, ich glaub's nicht. Hier, da kannst du nochmal. Einmal hier, einmal hier. Einmal da. Hier, einmal hier. Wie sieht's hier hinten aus? Den da, aber den erreichen wir wahrscheinlich nicht mehr. Der liegt hier hin, das Ding. Sehr gut. Haben wir den schon? Haben wir noch nicht. Kein Problem. Reingelassen. Geschossen. Ding. Haben wir. Gib mir. Halt. Hier. Hier. Der da. Der ist es. Ja. Wir haben es fast geschafft. Alambik, ich bin so glücklich, dass wir es fast geschafft haben. Du bist noch nicht angesungen. Okay. Komm her, ich besinge dich. Gib mir Stuff. Okay. Okay. Ach, da sind wir.
Kleiner Busch. Du musst auch noch gegossen werden. Du musst noch eingepflanzt werden. Dann musst du auch gegossen werden. Auch. Du musst auch. Du musst hier hin und dann musst du singen. Und dann erwischst du den dahin. Dann sing noch mal. War's das? Das war's im Großen und Ganzen. Hier rum, hier rüber, hier hin. Hier hin, dann den Hammer raus, dann hier drauf gehauen. Eingepflanzt. Ja, wir sollten besser schnell Schluss machen. Ganz schnell sollten wir Schluss machen. So. Komm, gib mir. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Hier hoch und... Ja! Geschafft. Innerhalb der Zeit beide Inseln hervorragend. Ja, ja, wir kehren zurück. So. Heißt, wir sind fertig für heute. Nein! Zum Singen sind wir nicht mehr gekommen. Naja, so ist es halt, ne? Ja, ja, Rosie hat sich Sorgen um mich gemacht. Mhm. Ich glaube, das Spiel will einfach nur nicht sehen, was für Kreaturen rauskommen, wenn es dunkel wird auf den Inseln. So, hier hin, dann da rein. Aber das bedeutet, wir sind mit der einen Insel fertig. Das bedeutet, wir können unseren Samen noch pflanzen. Aha. Wow, da kommt Miora rein. Ja, heute ist Tag des... Verdammt, ich hab's nicht gelesen. Heute werden Steine zerschlagen, die befreien. Bitte zerschlage auch einige für mich. Natürlich, ich werde alles zerschlagen. Steine werde ich zerschlagen und Rebellionen und alles. Einfach alles. So, dann hier und dann würde ich sagen, komm hier. Rosie, komm her. Rosie, komm her. So, da ist das Alchemistenhaus. Wir warten jetzt einfach, bis überall Truhen sind. Da muss noch gesungen werden. Da muss noch geholt werden. Da muss noch gearbeitet werden. Ja, komm, hier, oder? Nee, ganz nach oben. Ne? Ganz nach oben. Es soll ja... Obwohl, hier. Hier, glaube ich, ist gut. Da machen wir es hin. Da machen wir es hin. Ich glaube, das wird eine echt kalte Welt. Perfekter Weltsamen. Deine Samen macht. Okay, komm, hau rein. Hau es rein. Gib ihm. Reich strahlen. Okay, ja, ich weiß nicht. Also. Der ganze Schnee macht es jetzt tatsächlich weniger attraktiv, finde ich. Aber wer weiß, vielleicht gibt es hier dann irgendwie sowas ähnliches wie Yetis. Flechte flüssig. So, da nicht. Okay, dann hier Gießkanne. Und immer windig, ne? Immer windig. Ja, komm, hau die ganzen Gräser weg. Gräser weg. Oh, schau mal, Schneemänner. Hammer. Weg damit. Da steckt Miora drin. Dann der hier raus. Zack, weg damit. Der raus, weg. Dann Hammer raus. Nochmal. Okay, haben wir. Hammer mit dem Hammer. Dann der, dann rein, dann gießen. Oh, direkt singen. Ah, okay, das sieht auch hübsch aus, hat aber eher was Felsiges. Na gut, okay. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Jetzt haben wir die ganze Zeit von Fels zu Gras. Warum nicht auch mal anders, ne? So, hier, Hammer raus, draufgehauen. Einmal, zweimal. Da nur noch einmal. Ja, da müssen wir wieder zweimal. Dann können wir pflanzen und gießen. Singen können wir auch gleich. Mach mal gleich. Machen wir erstmal die hier raus.
Dann singen wir. Sehr schön. So, hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. Hm. Du bist erwischt. Das ist nicht fair. Das ist mir egal. Hier. Drauf. Dann hier hin. Zieht raus. Gefrorene Wand. Hammer raus. Haut aufgehauen. Schneemänner vernichtet. Vernichtet. So. Dann hier, hier. Ja. Hier auch nochmal. Hier rüber. Recht. Zack. Einpflanzen. Gießen. Rausrupfen. Ah, jawohl, draußen. Oh, Stein sammeln. Gestein nass. Ja, aber nur wenn es in der Nähe von Schnee steht, ne? Also ansonsten ja eher weniger. Doch bitte raus. Jo. Und bitte hier rupfen. Rupfe! Und Pflanze. Und gieße. Da oben muss auch noch mal. Pflanze und gieße. Mehr. Hallo? Mehr pflanzen und mehr gießen. So ist so. So. Aber so mit Schnee schon irgendwie hübsch, ne? Sieht schon irgendwie. Ja. Ah. Weiter so, wir haben es gleich geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Gleich, nicht mehr lange. Nur noch 2, 3, 5, 8, 12 Momente. Und nochmal und pflanzen natürlich. Klar. Wer hätte es gedacht? Und gießen. Selbstverfreilich. Und dann hierhin. Zieh es raus. Jawohl. Zieh es auch, zieh auch das raus. Komm, 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 komm. Und ja, und gleich pflanzen und gießen und pflanzen und gießen. Ah. Ey, hallo? Hammer. Das ist was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Genau, gepflanzt und gegossen. So, dann hierher. Komm, nimm sie in die Hand. Hau rein. Gießen, hau rein. Pflanzen. Gießen. Erbe. Machen es jetzt so. 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 Und fertig für heute. Jawoll. Gib mir alles. Ja, nee, da kommen Steine, da kommt kein Gras, da kommen Steine. Okay. Sehr schön. Hallo, Rosie. Ja. Ja, da drüben mit dem Wasserfall, das sieht schon irgendwie beeindruckend aus, ne? Gibt's da noch irgendwas, was? Nee. Nee, schade, leider nicht. So, dann hier. Oh, Rosielein, oh, Rosielein. So, fliege mich ein Stück nach unten. Danke. Fliege mich zum gelatineartigen Acker. Führ mich zum Acker. Ja, haben wir. Oh, braune. Braune Stoffel. Ja, diese Welt ist bereit zum Erblühen. Ja, sehe ich jetzt gerade irgendwie. Yo. Braune Stoffel. Ist ja cool. So ein bisschen was von Hundskuh. Bäh. Und sing. Sehr schön. Sehr schön. Yeah. Da gibt's wieder Hosen und Zeug und hast du nicht gesehen. Apropos Hosen. Ich glaube, es reicht mal wieder ein bisschen mit diesem, oder? Mach mal den hier. Das sind einfache. Ich möchte keine einfachen Hosen.
möchte die hier. Und Bauschicht. Haben wir auch noch hier. Bauschicht. Hm. Nee, nee. Umgürtelte Tunika. Nee, ich weiß nicht. Ist das immer den Kostüm? Hier, gestickter Wappenrock. Das sieht doch okay aus. Und Hut könnten wir uns dann... Gut, könnten wir uns mal die Melone auf die Birne zimmern. Gott, sieht das kacke aus. Okay, komm, dann aber wenn man wieder was sieht vom Gesicht, dann muss er wieder hin, ne? Hilft nichts. Ja. Mit Bart. So muss das. So, dann haben wir das zum Erblühen gebracht. Dann würde ich sagen, hier. Ja, Rosie. Oh, Rosieline, oh, Rosieline. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Stückchen weiter nach unten und dann gehen wir wieder hier zur matschigen Zuflucht. Ekelgebiet. Das Geknache tut mir leid, das ist mein Stuhl. Bin sehr froh, dass es ein, dass es nicht mein Körper ist, der diese Geräusche von sich gibt. Da gibt es jetzt auf alle Fälle einen Haufen Zeug, was wir gießen können. Ein Haufen Zeug, das ist gut. Und ich glaube, den können wir auch schon besingen, ne? Ne, können wir noch nicht, aber die können wir besingen. Und dich können wir eigentlich nicht. Nein, können wir nicht. Okay, ja, dann nicht. Hier. Wächter mit, packt das auch noch ein. Hierhin, weg damit. Wir sicheln uns da mal kurz durch. Haben wir schon? Okay, dann gießen wir jetzt. Gießen. Einmal singen, einmal nicht. Jawohl. Hier lang, hier rum, hier. Aufgehoben. Hier. Der. Der auch. Dann hier hin. Weggebämselt. Hier hin. Einmal, zweimal gepflanzt. Gegossen. Hier hingestellt. Gesungen. Sollten wir das meiste erwischen? Sollten wir nicht alles erwischen? Mal raus, da bleibt hier. Ringeltier, luftverpestend. So. Und Rufgehaue, gleich nochmal gepflanzt. Gleich nochmal gegossen. Ja, du bist ganz nah dran. Ich bin so nah dran. Ich stehe praktisch drin. So nah bin ich dran. Hier, du musst raus. Raus mit dir. Du musst nochmal gegossen werden. Hier gibt es zum Glück relativ viele Bäume. Hierhin. Wah. Ui, Deibel. So, dann hierhin, bitte, da auch nochmal rangehauen, dann hier in die Hand genommen. Ja. So, hier lang, hier drüber. Hammer raus, drauf auf die. Höp. Da waren wir schon drin. Da wird sie wohl nichts geändert haben. Dann müssen wir nochmal daran. Würde ich sagen, bitte hau rein. Und dann sing.
Und dann haben wir es für heute. Sehr schön. Sehr schön. Und wieder ein überfälliges Buch. So. Okay, 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 okay. Okay, okay. Oh. Ich glaube, die Blume hat mich gerade angelacht. Der war unglaublich dämlich. Oh, was ist das? Flieger, luftverpestend. Ja. Oh. Das war ein luftverpestendes Ringeltier. Habe ich direkt so gesehen. Hey, alles lacht hier und. Was ist das? Was bist du? Wo ist Lycora? Keine Ahnung. Echt. Du bist doch was anderes, oder? Denkst du dann halt nicht? Ich würde gerne. Ja, wir nehmen uns da mal ein Exemplar mit. Und nochmal. Ah, das spratzt. Holzstapel luftverpestend. Nehmen uns auch hier noch einen mit. Ah. Jetzt aber, ne? Klotz miefig. Du siehst ja irgendwie niedlich aus. Also umso süßer die Tiere, umso ekliger die Gegend und andersrum, oder wie? Keiner. So. Aber ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao.